Ja, vielen herzlichen Dank. Ich finde es toll, dass ich hier bin. Danke für die Einführung und für das Abstecken des Weges. Und im Grunde ist das so, es gab jetzt schon so viele interessante Anregungen, dass ich, also wenn ich nochmal komme, bereite ich mich gar nicht vor, sondern erhalte eine Entgegnung. Oder sagen wir nicht eine Entgegnung, sondern ein und dann noch. Weil das schon, das ist gerade so schon abendfüllend. Und als erstes möchte ich sagen, und wenn das jetzt hier ein Lebewesen wäre, hätte es mich in diesem Moment vielleicht schon gebissen. Oder es hätte angefangen, hier so langsam verschwingend, sich auf beklagenswerte Weise zu winden oder vielleicht leise zu jammern. Und es hätte angefangen, uns leid zu tun. Oder wir hätten es scheu, ängstlich bewundert. Jedenfalls wären wir in eine emotionale Identifikation gegangen. Und zwar ohne, dass wir da irgendwas dagegen hätten tun können. Wir wären in diese emotionale Identifikation gegangen und das als Lebewesen hätte sich um sich selbst gekümmert. Es hätte eben nicht einfach aufgehört, sondern es hätte versucht, weiterzuleben, ja, indem es sich zeigt, indem es ruft, indem es vielleicht hier irgendwas frisst oder andere Dinge macht, die dann auch unangenehm werden. Deswegen, wer ein Haustier hält, weiß das. Es ist ja immer, oder Kinder, das ist immer mit Aufwand verbunden. Und das finde ich, eigentlich ist das der entscheidende Moment von all dem, was ich heute sagen will. Dass nämlich das, was lebt, und damit auch wir, und damit auch der ganze lebende, schwellende, aufstrebende, absterbende Zusammenhang aller anderen Wesen, die Biosphäre, dass das eben keine Mechanik ist und auch nicht Algorithmus, sondern es ist ein sich zeigen im Fühlen, dem wir nicht entkommen können, das uns packt, weil wir es selber sind. Weil wir es selber sind. Und das sich deswegen auch nicht weiter rückführen lässt. Also das ist nicht die sozusagen vorletzte Ebene und dann entdeckt man die Mechanik dahinter, sondern das ist die Baseline. Und das wissen wir alle. Sie wissen das alle, wir wissen das alle, ich weiß das alle. Und wenn man ein anderes Lebewesen sieht, dann wissen wir auch, dass das auch weiß. Und wir sehen es an diesem Lebewesen nochmal neu, dass dieses Existieren wollen eine Form von Begehren ist, das sich Fleisch gibt, das Fleisch wird. Und wir wissen, wie sich das anfühlt. Wir wissen das, jeder weiß das, jedes Kind, wenn es auf die Welt kommt, weiß das. Vor allem das, sonst weiß es nicht so viel vielleicht, aber das weiß es. Und das weiß es oft besser als seine Eltern. Weshalb ja die Eltern beglückt dieses Kind benutzen als Energiespender, bis es dann mit 16 auch einen Energiespender braucht und seine erste Beziehung eingeht. Und nein, das ist nicht zynisch. Darüber reden wir gleich. Ne? Also wieso passiert das eigentlich in dieser Welt? Aber das ist mir wirklich ganz wichtig. Das ist jetzt sozusagen ein bisschen invertiertes Anliegen. Ich habe versucht, das mit dem Und zu formulieren. Ne? Das habe ich auch gehört. Ne? Also ich habe versucht, nicht zu sagen, ja, aber wenn das leben würde. Und wenn das auch leben würde. Aber unsere ganze Zivilisation ist ja immer noch darauf geeicht, die Verschiebung in diesen abgetrennten Raum des Funktionierens vorzunehmen. Und dabei fällt das andere dann rüber. Und in meinen Augen ist es aber für uns Lebewesen und vielleicht sogar für uns Stoff von diesem Stoff, aus dem alles besteht, ist es einfach genau andersrum. Und das wissen wir die ganze Zeit. Und das Dumme ist, dass wir es zwar wissen, dass wir dieses Wissen, das eigentlich ein Fühlen ist, dass wir dieses Fühlen uns untersagen. Und das ist das Drama. Das untersagen wir uns selbst, das untersagen wir unseren Schutzbefohlenen, das untersagen uns unsere Institutionen, das untersagen wir in den Institutionen. Und das ist das zentrale Drama, weil das ein Teil der Wirklichkeit ist oder vielleicht der fundamentale Teil der Wirklichkeit, den wir uns verbieten. Und wenn wir uns einen Teil der Wirklichkeit verbieten, dann geht einiges schief. Das weiß man ja aus der Psychopathologie. Und um jetzt, das heißt ja auch Freiheit zu fühlen, ne? Das ist ja das Banner, unter dem ich hier stehe. Um diese Freiheit zu fühlen, also das Gegenteil des Verbietens hier zu aktivieren, möchte ich Ihnen jetzt gerne ein Gedicht vorlesen.
Ich lese es einmal auf Englisch, das ist von Mary Oliver, das ist im Augenblick gerade mein lyrischer Leitstern. Ich lese es auf Englisch, weil man Gedichte eigentlich immer im Original auch hören muss. Und dann lese ich es nochmal auf Deutsch vor. Und dann geht es von da aus weiter. Als nächstes erzähle ich Ihnen dann eine Geschichte. Also ich versuche es so wenig theoretisch wie möglich zu machen heute. Performativ. Also ich versuche sozusagen das hier zu sein und es lebt auch noch. Das Gedicht ist von Mary Oliver, einer amerikanischen Lyrikerin, die auch noch lebt, schon relativ alt ist, und heißt Wild Geese. You do not have to be good. You do not have to walk on your knees for 100 miles through the desert repenting. You only have to let the soft animal of your body love what it loves. You only have to let the soft animal of your body love what it loves. Tell me about despair, yours, and I will tell you mine. Meanwhile, the world goes on. Meanwhile, the sun and the clear pebbles of the rain are moving across the landscapes, over the prairies and the deep trees, the mountains and the rivers. Meanwhile, the wild geese, high in the clean blue air, are heading home again. Whoever you are, no matter how lonely, the world offers itself to your imagination, calls to you like the wild geese, harsh and exciting, over and over announcing your place in the family of things. Du musst nicht gut sein. Du musst nicht auf deinen Knien 100 Meilen durch die Wüste rutschen voller Reue. Du musst nur das weiche Tier deines Körpers lieben lassen, was es liebt. Sag mir die Verzweiflung, deine, und ich werde dir meine sagen. Währenddessen geht die Welt weiter. Währenddessen ziehen die Sonne und die klaren Kiesel des Regens über die Landschaft, über die Steppen und die tiefen Bäume, die Berge und die Flüsse. Währenddessen ziehen die Wildgänse hoch in der sauberen blauen Luft wieder heim. Wer immer du bist, ganz gleich wie einsam, die Welt schenkt sich deiner Imagination. Sie ruft dir zu, wie die wilden Gänse, rau und erregend, und verkündet dir wieder, wieder und wieder deinen Platz in der Familie der Dinge. Ja, das war ein Stück Poesie, weil in meinen Augen die poetische Erfahrung eben in der Lage ist, diese Form von aufleuchtender Verbundenheit aus einer gemeinsamen Lebendigkeit heraus, tja, wie soll man sagen, festzuhalten ist schon falsch, aufflammen zu lassen, neu erstehen zu lassen, nachvollziehbar werden zu lassen. Und deswegen ist das in meinen Augen ganz wichtig, wieder diese Beziehungsdimension zu finden. Und Sie alle kennen diese Erfahrung ja ganz bestimmt mehr oder weniger im Kleinen aus Ihren eigenen Erfahrungen in und mit der Natur. Das ist ja eines der zentralen Rätsel der Faszination des Natürlichen, dass uns das irgendwie so tief bewegt und anzieht. Und das ist da ja irgendwie auf eine bestimmte Art sozusagen weitergegeben, ne, in diesem Gedicht. Vielleicht für einige mehr oder für einige weniger nachvollziehbar, aber doch finde ich finde sehr bewegend in dem Anspruch, in der Ansprache daran, dass wir dazugehören, dass wir drinnen sind und dass wir dieses Drinnensein, dass wir das immer schon kennen und dass es eigentlich viel mehr darum geht, uns das zu erlauben. To let the soft animal of your body love what it loves. Weil es das kann. Und diese
diese Erfahrung, die so viele von uns suchen, nach wie vor ist ja der Urlaub in der Natur der wichtigste Grund, also der wichtigste, wie soll ich sagen, der wichtigste, das Hauptmovens für Tourismus. Ne? Aber unerklärt, also warum machen wir das eigentlich? Warum suchen wir das eigentlich? Das ist sozusagen in der offiziellen Soziologie irgendwie rätselhaft, was passiert da eigentlich? Außer man hat ein neodarwinistisches Erklärungsmodell. Ne? Und dann, dafür gibt es natürlich was, das würde man finden. Also dieses Gedicht von Mary Oliver ist für mich ein Echo auf etwas, was tief zur Wirklichkeit gehört und was diese Wirklichkeit erweitert im Hinblick auf etwas, was wir in unserer Gesellschaft kaum diskutieren. Und wenn, dann diskutieren wir es in den Räumen unserer sozusagen Privatbeschäftigung. Aber das hat eben keinen Platz in einer Beschreibung der Welt, die sich irgendeine Form von Objektivität anheischen könnte, sondern entweder ist es irgendwie mein eigenes Privatvergnügen oder es ist dann vielleicht, es ist ja auch Lyrik, es ist ja sozusagen irgendwie kanonisch, es könnte also auch Bestandteil einer akademischen Diskussion sein, dann wird aber darüber auch nicht gesprochen in dem Maße, in dem es mich erfasst, ja, sondern dann wird darüber gesprochen im Rahmen eines Diskurses, der Bezüge herstellt und dadurch ist das dann auch schon wieder unschädlich gemacht. Das heißt also, es gibt eine Tendenz in unserer offiziellen, sagen wir, in dem offiziell validen, gültigen Diskurs, dass das, was wir als zentrales Moment unserer Erfahrung erleben, ja, also was wir wirklich sind, nämlich eine Form von existenziellem In-Verbindung-Sein, ja, und in Frage gestellt sein, das auszublenden und das als störend rauszunehmen. Also das ist sozusagen gerade das Zentrale, was wir erleben, ist das, worum es nicht geht, offiziell. Ne? Wenn ich sage offiziell, dann meine ich natürlich, also dann meine ich nicht jetzt jeden von Ihnen, sondern dann meine ich einfach die machtdominierenden Diskurse, das heißt die Naturwissenschaften und eben aber auch die Geisteswissenschaften. Und ich erinnere mich kürzlich, ein bisschen länger her jetzt schon, inzwischen zum Glück, letztes Jahr im November war ich auf einem kleinen Kongress auf einer Nordseeinsel mit Philosophen und Ökonomen und Klimawissenschaftlern. Da ging es um das Verhältnis zwischen Mensch und Natur, also zwischen Mensch und anderen Lebewesen. Und da saß ich am Morgen nach einem Strandspaziergang mit einem sehr klugen Ökonomen von der Uni Witten am Frühstückstisch und es schien die Sonne und es war auch abends ein fantastischer Sonnenuntergang gewesen, also es war richtig geil, Nordsee at its best, also richtig ergreifend. Und dann saß er da und sagte, ja, das ist alles, das ist doch so schön, aber man kann eben nicht sagen, warum. Wir können überhaupt nicht sagen, warum, wir haben keine Ahnung, wieso. Und das kann man ja auch nicht sagen, das geht nicht, können wir irgendwie nicht formulieren. Und das ist ja auch ein bisschen schade, ist ja auch ein bisschen traurig, aber da kann man nichts machen. Und dann habe ich mich natürlich, können Sie sich vorstellen, bemüßigt gefühlt da irgendwie, aber sehr schüchtern dann wieder, sehr schüchtern, weil ich ja wusste, ich trete jetzt der offiziellen Wissenschaft gegenüber und jetzt komme ich mit meiner, an Mary Oliver und dem persönlichen Erleben einer Wildgans geschärften Theorie, ja? Und dann geht es jetzt gleich in die Hose. Der war aber nett. Er hat mich träumerisch angeschaut nach dem Motto, ich würde auch gern so können wie du. Kann ich aber nicht. Aber ich meine, das ist doch eine irre Konstellation, dass es da offensichtlich etwas gibt, auf das sich viele Menschen einigen können. Und nicht nur Menschen einigen können, sondern es können sich sogar Menschen mit anderen Lebewesen einigen darauf, ja, also mit der Katze, die in der Sonne schläft auf der Ofenbank, ja, oder mit der Amsel, die sich kürzlich gerade gesehen von meinem Fenster im Garten, die sich bei dem Sonnenschein so richtig so in die Sonne so gespreizt hat, ihre Federn ausgestreckt und so, dass ich schon dachte, der ist irgendwas zugestoßen, aber nein, sie hat bloß ein Sonnenbad genommen. Und die fragt mich jetzt natürlich nicht, die sagt nicht, ja, es ist irgendwie wahnsinnig schön, aber ich weiß überhaupt nicht, warum. Darf ich nichts zu sagen. Also das ist in meinen Augen ein Desaster. Das ist ein totales Desaster, was da passiert. Eigentlich weiß es jeder. Aber wir verbieten uns das auch noch gegenseitig. Ja? Also in kleinen Kreisen kommt man dann zusammen und sagt so, wir machen das jetzt mal, wir reden darüber. So, auf derselben Tagung ist mir das dann noch passiert mit einer anderen Kollegin, die mir wahnsinnig viel erzählt hat über ihre Liebe zu ihren Tieren, Pferde und Hunde und Kaninchen und sogar Stabheuschrecken. Hält sie und züchtet sie. Und wer Stabheuschrecken hält, der mag wirklich Tiere richtig gern. Und dann stießen wir aber zusammen bei irgendwas, wo ich wieder mal in diesem
emphatischen Ernst das Foto. Und sie sagte, das ist doch alles Projektion, das ist doch alles, das gibt es alles nicht, das ist alles Diskurs, das ist alles wiederaufgewärmte Romantik etc. Und sie kennen diese Position. Und dann sagte ich, hey, aber du liebst doch Tiere. Und dann sagte sie, ich weiß sehr wohl, zwischen beruflichem und privatem zu trennen. Und das sind jetzt natürlich Anekdoten, ne? Das ist jetzt keine Statistik, aber das kennen Sie alle auch irgendwie ein bisschen. Und das sind die Dilemmata, die mit denen die Lebendigkeit in unserer Gesellschaft, auf diesem Planeten, in uns allen immer wieder zu kämpfen hat. Dass sie nämlich offiziell verboten ist. Und zu der Lebendigkeit gehört, das Vehikel der Lebendigkeit oder die Manifestation der Lebendigkeit für nach innen hin ist das Gefühl, ist das Fühlen. Also lebendig sein hat einen Ausdruck nach außen, wir können das sehen, also wenn ich vorhin gesagt habe, und dieses Pendel, wenn es mich dann beißt, dann weiß ich, dass es lebendig ist oder wenn es wegläuft, ne, oder wenn es irgendwie sich zeigt oder reagiert. Aber dieses mich beißen oder weglaufen, das hat natürlich eine Innendimension. Jedes Lebewesen hat diese Innendimension. Jedes Lebewesen hat die Innendimension, dass das Handeln, das irgendwie existenziell verankert ist, dass es natürlich nach innen eine Bedeutung hat. Das wird auch existenziell erfahren. Das muss jetzt nicht heißen, dass ein Bakterium gerne Nietzsche lesen würde oder einen emotionalen Horizont hat, wie ein Delfin oder wie ein Mensch oder wie ein großer Affe. Aber das heißt, dass ein Wesen, das um sich selbst besorgt ist, ja, also so ist ja Leben definiert. Ja, Leben ist ja der Abschnitt von Materie, das sozusagen der lokale, begrenzte Raum von Materie, der sich selbst irgendwie in einer Form geschlossen hält. Und dieses um sich selbst besorgt sein, das ist natürlich, hat natürlich eine Innendimension. Und diese Innendimension, die kennen wir alle, weil es unsere Innendimension ist. Und das ist Fühlen. Das ist existenziell betroffen sein von dem, was mir zustößt. Und dadurch hat die ganze Welt eine Außenseite und die ganze Welt hat aber zugleich auch, also die, auf jeden Fall die Welt der Lebewesen, hat eine Innenseite, eine Betroffenheitsseite. Und die Innenseite, die Betroffenheitsseite, die manifestiert sich durch Außenseite. Ich meine, das sind auf eine bestimmte Art und Weise Trivialitäten, ne? Weil wir ja so leben. Also weil wir natürlich, wenn ich jetzt hier stehe, dann schauen wir uns an, dann hören wir uns an, dann sehen wir etwas, dann erleben wir uns fühlend in Gegenseitigkeit. Aber gleichzeitig ist das etwas, was wir also sozusagen als ernstzunehmende Ressource völlig aus den Augen verloren haben. Und was wir überhaupt aus den Augen verloren haben, ist, dass das eben speziesübergreifend ist. Also das ist sozusagen uns diesen Raum einer fühlenden, erfahrenen Innenseite zuzugestehen. Das ist das Mittel, um mit anderen Lebewesen in Kontakt zu kommen. Weil wir alle Körper sind, die sich erhalten möchten. Und weil wir alle Körper sind, die irgendwann das Begehren nach Erhaltung verwehrt bekommen werden. Sie sehen, ich habe es jetzt ein bisschen anders gesagt, ne? Als das mit dem Pendel Herr Dörr gesagt hätte vielleicht. Und das ist etwas, was wir immer verstehen. Darüber können wir uns verständigen, auch wenn wir uns darüber nicht unterhalten können. Ich kann mit meinem Pudel, den ich übrigens, Menschen, die mich kennen, haben es vielleicht schon gemerkt, nicht dabei habe, weil das letzte Hotel gestern nur eine Hundepension anzubieten hatte und keinen Hund im Pet in Room. Das ist etwas, was unbedingt teilbar ist. Und das hat etwas, das ist sozusagen, Sie sehen, ich bin eigentlich schon wieder bei den Wildgänsen von Mary Oliver. Das ist etwas, was wir andauernd an allen anderen Wesen, uns Menschen inklusive, sehen können und erfahren können. Und wo wir sogar uns über die anderen Wesen sehen und erfahren können. Und ich glaube, das ist einer der Gründe, warum all das, ja, auch das Tierische, auch auch das mehr als Tierische, das Pflanzliche, all diese ganze schwellende, blühende, aus sich heraustretende Natur, warum die uns so viel bedeutet. Ja. Lou Andreas Salomé, die
Schriftstellerin und Psychologin und Muse von Nietzsche und Freundin von Freud und so weiter, die sagte, hat einmal diesen wunderbaren Satz geprägt, den ich wirklich so wichtig finde. Und sie sagte, man kann doch die Blättchen und Blütenköpfchen jetzt, ne, in dieser Jahreszeit, im Frühsommer, im Frühling, nicht anblicken, ohne zu sehen, dass wir selbst Frühlinge sind. Denn das ist der Grund unseres Entzückens an ihnen. Und darin ist diese tiefe Verwandtschaft erkannt. Diese tiefe Verwandtschaft, die natürlich gleichzeitig eine Trennung ist. Wir sind natürlich keine Blättchen und Blütenköpfchen. Wir sind natürlich Menschen, wir sind Individuen. Ich bin natürlich auf eine bestimmte Art und Weise ich, aber ich bin eben auch das alles. Und ich bin eben auch Materie, die sich will und die sich immer wieder entwirft und die sich erhalten möchte. Und ich bin auch dieser Innenraum. Ich bin auch dieser Raum der Bedeutung, der ja kein Raum ist, sondern ein Fühlen, ein sich selbst spüren. Und ich glaube, dass wir, wenn wir der Welt diese Qualitäten nicht zugestehen, dass wir dann, und das ist wirklich die simpelste Logik, dass wir dann diese Qualitäten zerstören. Ja, also wenn man mit einem Kampfpanzer durch ein Dorf fährt und der Meinung ist, dass da keine Häuser sind, dann sind die am Ende alle weg. Dann sind da auch keine Häuser. Also das ist die simple Logik des Umgangs mit der Wirklichkeit. Oder aber, es kommt ein sehr großes Haus und dann ist der Kampfpanzer weg. Also eins von beiden ist weg. Also mit anderen Worten, es lässt sich keine Beziehung herstellen. Es lässt sich keine Beziehung herstellen. Und das Drama unserer Zeit, in meinen Augen, und das ist eben schon, das herrscht schon lange, ist, dass wir diese Dimension für lächerlich erachten, ne? Für albern, für überflüssig, für absurd, für nicht zweckdienlich, ne? Oder für nicht zielführend. Und ich glaube, dass der Nachhaltigkeitsdiskurs ohne diese Dimension, ohne das tiefe Begreifen, dass diese Welt real mein Körper ist, dass diese Welt ich bin, ohne dieses Begreifen wird er sich nicht so ausweiten können, hat er ja auch nicht, sonst schon 50 Jahre, dass sich substanziell etwas ändert. Ohne dieses Begreifen bleibt der Nachhaltigkeitsdiskurs auf der Seite der Trennung, auf der Seite der Aufspaltung. Damit der nachhaltig, das wissen Sie ja alle, ich erzähle Ihnen ja wirklich nichts Neues. Ne? Also insofern ist das eben, ich habe es gerade selber gemerkt, also wird der Nachhaltigkeitsdiskurs, also der ist ja längst tot. Ne? Also sozusagen retrospektiv können wir feststellen, dass offensichtlich 50 Jahre die gleichen alten Fragen gestellt wurden, die falsch sind. Ne? Also das hat mir mal ein Assistent von Robert Costanza, dem ökologischen Ökonomen, gesagt am Telefon, ein Italiener, vor ein paar Jahren, als ich darüber was geschrieben habe, meinte er, wenn man 20 Jahre lang die gleiche Frage stellt und nie eine Antwort erhält, ist vielleicht die Frage falsch. Ja? Aber wir stellen die schon 50 Jahre. Wir versuchen schon 50 Jahre, die Welt zu retten, ja? Die Welt zu retten und den Wildgänsen das Erleben zu ermöglichen und den Dichtern das Erleben, das Weiterleben zu ermöglichen in dieser Welt, indem wir erklären, dass das, was die sehen und verkörpern und darstellen, dass das absolut reine Privatsache ist und dass das, worauf es ankommt, ausschließlich das Messbare und das Kontrollierbare ist. Und in meinen Augen, und das ist vielleicht kann ich es so fassen, und dann ist es ein bisschen radikal, ja, und sozusagen, dann sehen Sie etwas diese nächste Wendung. In meinen Augen ist eben auch die gute Lösung, wenn Sie sich als eine Lösung der Messbarkeit und Kontrollierbarkeit herausstellt, ist es keine gute Lösung. Weil diese Welt in ihrer Tiefe nicht kontrollierbar ist. Weil kontrollieren heißt nämlich zu sagen, ich bestimme von einer Außenposition darüber, was das weiche Tier meines Körpers lieben darf. Und das ist das Desaster. Das Desaster ist das, dass ich mich hinsetze und sage, also lieben ist okay, ist das und das und das und das und das bitte in Maßen und den Rest versuche ich jetzt zu ignorieren. Ja, da gibt es noch irgendwas, da gibt es eine Sehnsucht, da gibt es einen Wunsch zu geben, da gibt es auch Trauer oder Verzweiflung, aber das ist alles nicht da und bei euch auch nicht. Und all diese Lösungen müssen scheitern, weil sie nämlich Wirklichkeit ignorieren. Weil das weiche Tier meines Körpers, das liebt ja nur das, was es liebt, das liebt es halt, weil es so ist, wie es ist. Und
Das hinzunehmen heißt, das zu sehen, was ist. Und das nicht hinzunehmen heißt, das zu ignorieren, was ist. Aber dann stößt man immer irgendwann mit dem zusammen, was ist. Das ist völlig ausgeschlossen, dem zu entgehen. Und also insofern ist es doch eine faszinierende Parallelität zwischen dem, was wir uns also gesellschaftlich erlauben und nicht erlauben, und was ein individuelles Leben eines gestörten Menschen, und es sind ja viele, oder wir sind alle irgendwie gestört, ne? Weil es eben zusammenhängt, das Leben eines gestörten Menschen, der sein Fühlen nicht kennen darf. Also was, weiß nicht mehr genau, wie ich jetzt den Satz angefangen hatte, Sie sehen, worauf ich hinaus will, also das ist eigentlich das Gleiche. Also wir leben in einer Welt, die das zentrale Moment lebendiger, verkörperter Erfahrung aus der Wirklichkeit ausblendet. Und gleichzeitig erleben wir als Individuen genau das auch noch biografisch immer wieder. Und das wird uns auch durch die Erziehung und dann vor allen Dingen durch die Schule wird uns das geradezu eingeprügelt. Sei nicht. Sei nicht. Also was ist die Schule sonst? Die Schule sagt, jetzt bringen wir dir mal bei, wie du funktionierst und nicht bist. Und am Ende macht man ein Abi, und wenn man eine gute Note hat, dann hat man eine Note darauf, dass man gut funktioniert und eventuell nicht mehr ist. Deswegen ist es ja auch oft so, dass die mit den besten Abi-Noten dann auch gar nicht mehr sind hinterher irgendwie. Also googeln Sie mal die Besten Ihres Jahrgangs. Die sind dann irgendwie, die gibt es alle gar nicht mehr. Die haben dann eben wahnsinnig gut funktioniert. Das ist natürlich nicht generalisierbar, aber das ist meine Erfahrung ist das. Dass man lernt in der Schule zufälligerweise, weil wir so wahnsinnig schöpferisch und gutmütig sind, lernt man eben auch noch ein bisschen Englisch und Mathe und Französisch und sogar Latein. Aber das ist eher so ein Zufall. Also das ist was, das schnappt man sozusagen auf. Aber eigentlich lernen wir das. Eigentlich lernen wir nicht zu sein. Und dann Danke. Also so ausgebildet kriegen wir dann Jobs im Nachhaltigkeitsbusiness und versuchen die Welt zu retten. Und wundern uns, dass das irgendwie schief geht. Also Sie sehen, dass ich... Und vielleicht sehen Sie es nicht, aber ich muss es nochmal anders sagen. Aus dieser Perspektive ist eigentlich überhaupt die alte Gegenüberstellung von, ja, also das kann man jetzt nicht so, also sozusagen von der abstrakten, von der instrumentellen Vernunft und dem sich gehen lassen oder irgend sowas, der überschwemmenden Emotionalität, die ist eigentlich gar nicht richtig. Sondern eigentlich ist die Gegenüberstellung, die uns zu schaffen macht, ist die zwischen Kontrolle und Wirklichkeit. Also das Problem ist ja überhaupt nicht Rationalität, sondern das Problem ist Kontrolle. Das Problem, man kann natürlich mit Kontrolle, man kann ja auch sozusagen, jetzt kommen wir zur Aufklärung, das kirchliche Abendlandsprojekt vor der Aufklärung war eine Mischung aus Kontrolle und totaler Irrationalität. Aber es war auch Kontrolle. Es war die gleiche Kontrolle. Es war das gleiche Sein nicht. Ich meine, das ist ja auch eine bekannte Geschichte. Ne? Also das weiche Tier meines Körpers hat in der Kirche nicht so viel zu suchen. Dann gibt es das Buch von Wilhelm Reich über den Christusmord. Ne? Also auch da werden noch viele Fußnoten zu machen. Aber es ist auch eine Kontrolle. Und dann kam das große Projekt der Aufklärung. Das große Projekt der Aufklärung sagt, jetzt ist Schluss mit diesen Irrationalismen. Jetzt werden wir rational. Jetzt arbeiten wir an der Emanzipation des rationalen Subjektes. Und das hat uns ja auch wahnsinnig viel gebracht. Ne? Also wir leben ja immer noch in der Aufklärung. Also wir haben die Menschenrechte und wir haben die Gleichberechtigung, die 10 Menschenrechtsartikel, das ist alles, oder 12, das ist alles Aufklärung. Aber gleichzeitig ist es eben auch eine Kontrollunternehmung geblieben, weil dann nur noch das Rationale ein Kontrollinstrument war und alles andere durfte nicht mehr sein. Und das Problem ist nicht das Rationale, das brauchen wir natürlich. Wir brauchen was Rationales, also wir brauchen etwas Vernünftiges, wir brauchen etwas, was in einer beziehungsreichen Balance steht, aber was wir nicht brauchen, ist die Kontrolle. Ja, die Kontrolle zur Dominanz.
Und insofern glaube ich, dass man eigentlich sagen könnte, dass das 2000 Jahre Abendland im Grunde genommen durchgehend dem Muster folgten: Erlösung durch Kontrolle. Das ist unser Muster. Und das ist auch immer noch unser Muster. Und das ist auch das Muster der Nachhaltigkeitspolitik. Die macht halt anders Kontrolle. Und es geht immer noch darum. Und da ist natürlich auch dieses Erlösungsbild, ne, dieses Bild. Und es wird eines Tages so sein, dass das hier nicht mehr passiert. Dass das Pendel nicht mehr da unten hängen bleiben muss, zumindest nicht für uns Menschen. Ne? Erlösung heißt ja Unsterblichkeit. Erlösung heißt, es tut nichts mehr weh. Es tun auch nicht mehr die Gefühle weh, die wir nicht mehr fühlen, wenn wir das gelöst haben. Oder wie John Maynard Keynes gesagt hat in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts, wahnsinnig prophetisch eigentlich, das war ja fast ein guter Ökonom, ne? Also ein sozialdemokratischer Ökonom, man würde sich ja sowas heute geradezu wünschen, aber, ich nehme einen Schluck Wasser auf Keynes, aber natürlich auch in diesem Denken verfangen, ne? In dem Denken, dass wir die Formel finden, mit der Gott das hier alles zusammengelötet hat. Und dann können wir es ein bisschen besser löten. Und dann können wir es richtig kontrollieren, richtig gut. Keynes sagte, wir müssen noch für weitere 100 Jahre so tun, als wäre richtig falsch und gut schlecht, bis wir durch den Tunnel der ökonomischen Not ans Tageslicht kommen. Ich meine, das ist doch gigantisch. Also er hat es natürlich klar erkannt. Er hat gesagt, wir müssen noch, der Pakt mit dem Teufel muss noch 100 Jahre dauern. Dann haben wir so viel Geld gekriegt vom Teufel. Das ist ja immer beim Pakt mit dem Teufel, kriegt man ja mal Geld und muss mit seinem Blut unterzeichnen, ne, auf so einem Pergament. Ne. Dieser rothaarige, rotbärtige Herr mit dem karierten Anzug, der einem diesen Füller reicht. Aber die Idee, auch da ist die Idee, dass wir etwas kontrollieren und dann haben wir es irgendwie im Griff. Und der Pakt mit dem Teufel ist eben auch immer der eigene vollendete, vollkommene Untergang in seiner eigenen Wirklichkeit. Also der Pakt mit dem Teufel ist eben das Nicht-mehr-Sein. Kontrolle durch Nicht-mehr-Sein. Ja, ich glaube, dass sozusagen, also die Situation in dieser Tiefe sich klar zu machen, ist, glaube ich, wichtig, damit wir sehen, also mit was wir es eigentlich zu tun haben hier. Mit welchen Geschiebeverhältnissen, ja, mit welchen Schichtungen, mit welchen Kräften natürlich auch. Also insofern ist das sozusagen eine viel tiefere Aufgabe, als zu sagen, wie können wir denn jetzt der Nachhaltigkeitspolitik jetzt irgendwie das i-Tüpfelchen verleihen, damit das endlich greift. Ne? Das ist was ganz, ganz anderes. Oder es ist nichts anderes, sondern es ist etwas, was viel fundamentaler ansetzt und was natürlich auch bei jedem von uns immer wieder neu ansetzt, weil wir ja immer wieder in dieser Situation sind, dass wir uns etwas nicht erlauben. Ja, dass ich sage, nein, Sie haben das doch auch so schön gesagt vorhin, ne? Als Sie meinten, ja, also man arbeitet dann irgendwie so auf die Pension hin. Ne? Also mir ist das egal, weil ich nämlich nicht für mein Alter vorsorge, weil ich mir das nicht leisten kann. Ne? Also merken Sie sich das schon mal. Ich brauche dann Hilfe. Ja. Aber ich meine, das ist sozusagen, das ist in unser aller Leben drin. Und also ich erlebe das oft, dass ich dann an diesen Punkt komme und dass ich dann merke, es gibt irgendwie eine tiefe existenzielle Zustimmung, also die Begeisterung, ein Gedicht zu teilen jetzt. Und gleichzeitig gibt es dann sowas wie, ja, aber die Welt ist anders. Deswegen geht das nicht. Und dann haben wir es uns wieder verboten. Dann geht es natürlich wirklich nicht. Und dann macht man so weiter wie vorher. Und dann geht alles weiter. Und dann geht es halt weiter und man muss mal gucken, was dann so draus wird. Aber wir haben das alle in der Hand. Also wir haben das mit unserem Leben jederzeit in der Hand. Wir können uns jederzeit, wie soll ich sagen, wir können uns auf das Projekt einlassen, uns zu erlauben zu sein. Also wir können uns darauf einlassen, uns das zu erlauben. Ich sage Ihnen jetzt nicht, wir können jederzeit sein. Das können wir nämlich nicht. Das können wir eben nicht, sonst würden wir das ja. Sondern wir müssen dadurch diesen Tunnel, der mit der Todesangst besetzt wird, dass wir jetzt nicht mehr funktionieren und dass wir deswegen ausgestoßen werden, umgebracht werden. Der mit dieser wahnsinnigen Scham verbunden ist, dass ich vielleicht nicht gut genug bin. All das, the shadow work, das hängt da alles mit dran. Aber wir können das beginnen. Und das kann jeder. Also jeder kann sich entschließen und kann sagen, ich versuche das jetzt, ich mache das jetzt. Ich will nicht mehr nicht sein.
Und das finde ich so irre, das finde ich so ein derartig revolutionäres Potenzial, weil wir müssen dazu uns nicht versammeln, wir müssen dazu keine Partei gründen, wir müssen dazu nicht richtig konsumieren. Ich meine, das ist alles cool, wenn wir das machen, aber wir können damit anfangen, sofort in der Straßenbahn, beim Bäcker. Oder vielleicht mit unserem Partner. Oder mit unserem Kind. Oder mit unserem Wellensittich. Oder mit uns selbst. Und das finde ich irre. Und das Irre ist, dass sobald man damit anfängt, sobald man damit loslegt, mit diesem, ich versuche das jetzt, dann ist man irgendwie schon richtig. Also wobei natürlich das auf die Schnauze fallen dann erst richtig losgeht. Ne? Also das fängt dann erst an. Aber gleichzeitig, ich weiß nicht mehr, wer das gesagt hat, das ist wirklich, wahrscheinlich weiß das jemand von Ihnen, es ist wirklich so wie in diesem Satz, der lautet, the way to paradise is all the way paradise. And the way to hell is all the way hell. Und das ist eine irrsinnige Erfahrung. Und das Irre ist, dass das total ansteckt. Also wenn jemand im Raum ist, der lebendig sein kann, weil er das, sich das erlaubt, dann steckt das derartig an. Also zum Beispiel ein junger Hund. Also was gibt es Ansteckenderes als einen jungen Hund? Ne? Oder ein junger Mensch auch. Oder eine junge Blume oder was auch immer. Aber auch ein alter Mensch, der sich das erlaubt, das steckt an. Das macht die anderen auch frei. Und dazu fällt mir auch gleich wieder ein Satz ein, den habe ich aber erst vor ein paar Tagen gelesen. Deswegen weiß ich, dass er von Teach Nathan ist. Und er lautet, to love means to nourish your happiness. Ja, lieben heißt, dein eigenes Glück zu ernähren. Und das ist genau das. Also derjenige, der es schafft, lebendig zu sein, ja, der schafft es auch zu lieben. Weil nämlich den anderen erlaubt wird, auch lebendig zu sein. Und das ist in meinen Augen ein so irrsinnig revolutionäres Potenzial. Und das ist eine echte Grassroots-Revolution. Weil man dafür überhaupt nichts braucht. Also man muss noch nicht mal in den Baumarkt. Sonst muss man bei interessanten Projekten sonst wenigstens immer in den Baumarkt. Also ich muss immer in den Baumarkt. Papa, fährst du dir den Baumarkt? Bring doch mal bitte mit. Man kann damit jederzeit loslegen. Man kann damit immer loslegen. Also man braucht bloß sich selbst. Man kann das immer und überall. Zum Beispiel. Das ist ungefähr das, was ich meine. Hat jemand mal die Uhrzeit? Ich muss mal ungefähr wissen, wie... Viertel nach acht. Was meinen Sie denn, wie lange soll ich noch reden? Noch lange oder auch nicht mehr so lang, ne? Schaffe ich nicht. Steckt übrigens an, es gibt Gläser und Wasser. Gleich geht die Karawane los. Lassen Sie mich ganz kurz sehen. Doch, mir fällt noch, ich weiß jetzt, wie ich noch die... So, also das ist in meinen Augen, ich habe das ja auch eben immer so ein bisschen benutzt, ne? Also das ist in meinen Augen, also es ist auf eine bestimmte Art ist das... ist das natürlich sozusagen ein sehr individuelles Thema, ne? Oder auch irgendwie ein therapeutisches Thema. Aber es ist gleichzeitig auch mein Versuch, die Welt neu zu denken. Und damit ist es auch eine Philosophie. Meine Freundin hat das kürzlich als Philosophie der Befreiung bezeichnet, was ich super cool fand. Dafür sind Freundinnen da, dass sie einem sowas sagen. Aber es ist natürlich, und das war ja, also mir selbst ist das eben gerade wieder klar geworden, als ich gesagt habe, wenn man sich selber die Erlaubnis gibt, zu versuchen, lebendig zu sein, dann ist das revolutionär. Es ist natürlich auch politisch. Also Echtsein ist immer politisch. Deswegen wird man für Echtsein ja auch gerne mal verhaftet und erschossen. Das ist massiv politisch. Also das ist sozusagen ein Weg, der in bester selbstorganisatorischer Art und Weise Dinge nach sich zieht, also die aus der Logik des Handelns in der Stimmigkeit mit einem selbst folgen, die dann auch irgendwie stimmig sind. Aber unbequem. Das ist ja oft so, ne? Dass das Stimmige unbequem ist. Und das Bequeme passt aber nicht so ganz, aber ist irgendwie bequem. Nach dem Motto, ich bleibe jetzt hier mal liegen. Und die Frage ist jetzt vielleicht sozusagen ein bisschen konkreter. Und das ist ja eigentlich relativ konkret, ne? Diese Idee... oder dieser Anspruch oder die Erinnerung daran, dass wir jederzeit, wenn wir uns erlauben, es zu versuchen, gerettet sein können.
Das ist natürlich, das ist eigentlich ja schon sehr konkret. Aber wenn man sich jetzt überlegt, wie kann denn das eigentlich, wie ist das sozusagen, wie kann das realer werden? Also wie kann man das, wenn man das jetzt als politische Forderung umsetzt, ne? Oder als kulturelle Forderung, wie kann denn das eigentlich umgesetzt werden? Dann glaube ich, muss man nochmal einen Schritt zurückgehen und sehen, dass dieses, dass die Möglichkeit, dass wir lebende Subjekte uns in dieser existenziellen Betroffenheit als wir selbst erleben, dass sie etwas damit zu tun hat, dass wir eben keine abgetrennten, vollkommen autonomen Individuen sind, sondern dass wir immer dem anderen geschuldet sind. Dass wir aber gleichzeitig, ich meine, das ist sozusagen das große Paradox darin, aber wenn ein Paradox kommt, weiß man ja, man ist auf der richtigen Fährte. Ne? Gleichzeitig ist es natürlich, das habe ich ja jetzt immer wieder gesagt, sind wir natürlich uns also existenziell erlebend als Individuen gegeben. Ne? Also ich möchte, dass ich existiere. Aber dieses Ich existiere ist ausschließlich möglich dadurch, dass ich irgendwie nicht ich bin. Und das für mich Faszinierendste und vielleicht auch für mich als Biologen Faszinierendste und Einfachste daran ist, dass wir materiell überhaupt nicht feststehen, sondern ein totales Kontinuum mit der Welt bilden. Die Nahrung, die wir aufnehmen, jetzt könnte man hier den Zitronensäurezyklus PowerPoint-mäßig an die Wand werfen und ein bisschen teachen. Das kann man nämlich zeigen. Ne? Also man könnte es radioaktiv labeln. Also das ist fett empirisch. Da kann einem keiner in die Suppe spucken. Auch mal gut. Die Nahrung, die wir aufnehmen, das ist ja Kohlenstoff. Ne? Das ist, sagen wir, energetisch hochwertiger Kohlenstoff, also C. Und wir bestehen auch aus Kohlenstoff und plus Wasser etc. Aber Kohlenstoff ist das sozusagen das Harte, das was man auch verbrennen kann und so weiter, was man essen kann. Also diese Nahrung, wenn wir sie essen, verwandelt sich in unseren Körper. Die Himbeeren, die ich heute Morgen gegessen habe zum Frühstück, sind jetzt ich. Und zwar rein stofflich, ganz konkret. Und ist das nicht wahnsinnig, ist das nicht faszinierend, dass ich mich aus der Nahrung, die ich aufnehme, die ich esse von den Feldern oder von den Bäumen, dass das ich bin? Das ist doch irre. Es ist überhaupt nicht so, wie das meinem Sohn kürzlich gerade wieder in der Schule beigebracht wurde, in der Abiturvorbereitung. Der Körper als Industriebetrieb. Ja, dann hat er so hektografierte, man sah das Erstellungsdatum war irgendwie in den späten 60ern, so Arbeitsblätter bekommen, dann sah man so eine Industriehalle mit so einem Industriehallendach und dann war die Zelle als ein mittelständisches Unternehmen mit Fertigungshallen dargestellt, in das Energie hineintransportiert wird und dann sah man so Schlote, ne? Also vor dem Waldsterben noch, nicht besonders hoch, da kam dann CO2 raus, ja. Und es gab auch ein Gebäude, so ein kleines Hochhaus, hässlich, 70er-Jahres-Style, wahrscheinlich mit Asbestleitung. Und das war, was war das wohl, also Headquarters, was war das wohl metaphorisch dann in der Zelle? Der Kern. Der Kern, der alles steuert. Ja. Die Gene. Schon crazy. Zum Glück war mein Sohn so cool, kam mit diesem Ding zu mir. Normalerweise redet er mit mir nicht über diese Themen, weil er findet, dass ich ein esoterischer Spinner bin. Aber er weiß ja auch, ich habe Bio studiert. Und er kam dann zu mir und sagte, Papa, das kann doch nicht sein, oder? Das ist doch Quatsch, oder? Lieber Gott, ich muss es dir nicht sagen, du hast es selber gesehen. Also es ist irgendwie immer noch so halb Lehrbuchwissen, obwohl es ist schon auch sehr outdated. Aber das ist letztlich immer noch die Mainstream-Meinung. Da sind wir wieder hier bei diesem Pendel. Wir sind Motoren. Ja, jetzt muss ich mal zum Burgerladen und muss mal tanken. Ja? Und dann stoße ich CO2 aus und am lieber nicht so viel, weil die Atmosphäre sich erwärmt. Aber das ist einfach total falsch. Ein Motor bleibt immer der gleiche und dann wird Benzin verbrannt und der Motor bleibt derselbe. Die Atome im Motor, die sind ab und zu an den Oberflächen, gibt es ein paar quantenmechanische, statistische Fluktuationen. Ansonsten ist das total inert. Und wir eben nicht. Wir sind die Himbeeren oder wir sind der Weizen oder die Gerste oder woraus man Bier macht. Und wenn Sie ausatmen jetzt hier, inzwischen haben wir ja auch schon, wir haben ja schon ziemlich viel geatmet, das ist sozusagen spürbar, dann atmen Sie CO2 aus und dieses CO2, das ist Ihr Körper. Also Sie atmen sich jetzt gerade in den Raum aus und Sie atmen die Körper Ihrer Nebenfrau und Ihres Nebenmannes wieder ein. Und das ist alles ein totales Durcheinander. Und das finde ich so irre faszinierend. Also wir sind auf der materiellen Ebene, sind wir ein totales Kontinuum. Also daraus, ich meine,
Das ist, kann man es denn noch klarer sagen, dass wir die Welt selbst sind? Wir sind diese Welt. Wir sind die Welt. Ja? Wir sind nicht da draußen irgendwo, Astronauten mit Probensets, die mal so ein bisschen so ein paar Samples nehmen, sondern wir sind selber diese Welt. Ja? Und wenn wir mit der Welt irgendwas anstellen, dann arbeiten wir sozusagen, dann finden wir Erkenntnisse, indem wir mit unserem eigenen Körper etwas bauen. Ja? Also es ist nichts Externes. Und da sind wir übrigens auch wieder beim Gedicht. Ne? Da sind wir wieder damit, dass ein Gedicht auch immer heißt, Welt zu erschaffen, indem Elemente der Welt selbst benutzt werden. Ja? Ein Gedicht benutzt die Welt ganz. Und dann benutzt das Gedicht auch noch Sprache so, dass sich in der Materie oder in der materiellen Berührung der Schallwellen ein Eindruck von Welt herstellt. Ja? Also das heißt, wenn wir Welt verstehen wollen, dann können wir das tun. Und das ist poetisches Verstehen, indem wir es als Welt, die über sich selbst spricht oder die sich selbst zeigt, verstehen. Und das finde ich eine tiefe Einsicht. Aber ich gerade schon wieder ins poetische Fahrwasser. Ich wollte Ihnen ja noch sozusagen als Schlussakt die in meinen Augen wichtigen Konsequenzen des Umstandes, dass wir eben, wenn wir Welt sind, eben nicht autonom nur wir sind, sondern eben auch der andere und die anderen sind noch darstellen. Also das ist der Stoffwechsel ist für mich das Basiswunder. Ne? Und auch so simpel eigentlich. Ne? Man könnte das auch in der Schule so lehren. Das ist niemandem verborgen und verschlossen. Aber in der Schule lehrt man das eben anders. Was zeigt, dass wissenschaftliche Ergebnisse können so oder so gelehrt werden. Also könnte den Schülern auch sagen, hey, also du bist dein Brötchen. Ne? Dir wollte ich immer schon sagen, du bist dein Brötchen. Und stattdessen wird das völlig von einem weggehalten. Aber das ist natürlich auch... sagen wir mal, in allen anderen Ebenen so. Also in ein Ökosystem, also die Gesamtheit der Beziehungen zwischen Lebewesen, das funktioniert natürlich auch nur, weil eine gigantische Gegenseitigkeit herrscht. Ja, also man könnte ja auch sagen, fressen und gefressen werden, das ist so diese Diktion, also der Krieg, ne? Wie hieß das in dem... Das Zitat beim ersten Aufsatz, bei dem Aufsatz von Darwin, in dem er seine Idee vorstellte von der Linnaean Society, da hieß es nach de Candolle, die Natur befindet sich im Krieg. Jedes Wesen kämpft gegen jedes, irgend sowas, so ein Zitat. Ne? Also das nur zu, falls sich jemand noch fragt, wie war Darwin eigentlich wirklich drauf. Aber man kann ja auch sagen, dass dieses Fressen und Gefressenwerden ein sozusagen ständiges Transformieren des einen in das andere ist. Also das ist ja der Inbegriff dessen, dass kein Wesen sich selbst gehört. Und das zusammen ergibt ein Ökosystem. Also das Ökosystem ist, könnte man auch sagen, ist das verkörperte Realisieren von Beziehungen, die alle, die in diesen Beziehungen befangen sind, verwandeln. Und zwar so, dass ein Ganzes entsteht, das wiederum diese sich Verwandelnden trägt. Das ist doch auch wieder fantastisch. Wo man überhaupt nicht sagen kann, wo man eben nicht sagen kann, ist das Ganze jetzt das Wichtige oder die Einzelnen, weil man es nicht trennen kann. Weil es kein Ganzes gibt ohne die Einzelnen in ihrem Blühen und in ihrem Aufleben und in ihrem Ende und in ihrem Jammer und in ihrem Gefressensein. Gibt es dieses Ganze nicht. Und es gibt aber auch die Einzelnen nicht ohne dieses Ganze. Also es gibt nicht die Biene ohne die Blume. Und es gibt auch nicht das Rind ohne die Wiese. Das ist sozusagen... sind Polaritäten, Extreme eines Beziehungsgeflechtes. Und in dem Sein immer nur Teilhabe ist und immer nur ist vielleicht gar nicht richtig formuliert, ne, indem man Sein oder indem man Identität überhaupt nur als Teilhabe verstehen kann, aber gleichzeitig ist es doch Identität, was dabei rauskommt. Wir können ja die einzelnen Individuen angucken. Ich kann ja vor der einen Blume stehen und sagen, wie schön bist du. Aber gleichzeitig ist diese Blume die Blume eines Ganzen, das sich in dieser Poetik der Beziehungen, wie Edouard Glissant, der karibische Dichter, es sagen würde, realisiert. Und also auch das Wiesenparadigma, ne, auch das ist etwas, was ich wirklich, fast möchte ich sagen, am eigenen Leibe erlebt habe, weil als ich in meinem kleinen Dorf in Italien da eine Wohnung hatte, ein paar Jahre lang, wo die Wiesen spät gemäht wurden und
alle kein Geld hatten und sich auch keine Landwirtschaftsfahrzeuge kaufen konnten oder können und die Berge steil sind, also haben sie die irgendwie teilweise noch mit der Sense gemäht und vorher wuchsen die hoch und ich konnte mich daran beteiligen und konnte diese irre Paradoxie des Austausches erleben und konnte Teil des Ganzen sein in diesen Juni-Nächten. Ich musste immer nachts noch raus, weil ich ja diesen Pudel habe. Das ist das Lust und Glanz und Elend des Pudelhabens. Das führt dazu, dass ich auch noch nachts um 12 da raus konnte und dann durch diese Wiesen gegangen bin, unter den Sternen, mit Glück, es regnet da ziemlich viel, und dann zwischen den Glühwürmchen. Die waren, als wären die Sterne vom Himmel gefallen, sodass man irgendwann gar nicht mehr wusste. Und dann im Tal waren auch Glühwürmchen, man wusste jetzt eigentlich oben und unten. Und dann wuchsen da diese Wiesen und Wiesen wuchsen und ich hatte das Gefühl, die wachsen jede Nacht so ein Stück, ne? Die wurden immer größer. Und gleichzeitig können diese Wiesen nur bestehen, wenn man sie mäht. Die müssen gemäht werden. Also damit eine Wiese bleibt, muss sie gemäht werden. Und da haben wir wieder sowas. Also damit eine Wiese Wiese bleiben kann, darf sie keine Wiese bleiben. Ist doch voll abgefahren. Wenn eine Wiese Wiese bleibt, dann wird sie Wald. Also auch hier haben wir wieder eine transformierende Gegenseitigkeit, die erst, wenn sie als Gegenseitigkeit in ihrer Widersprüchlichkeit bestehen bleibt, dann wird sie lebendig oder dann macht sie lebendig. Und es ist immer eine Form von Teilhabe. Es ist eine Form von Teilhabe, in der der Einzelne eine begrenzte Freiheit hat, aber sozusagen dem Ganzen etwas schuldig ist und das Ganze trägt aber den Einzelnen. Und das Ganze ist natürlich in Wahrheit nicht das Ganze, sondern das sind individuelle Beziehungen. Und das eine solche Form von kreativer Individualität in einem Ganzen, das hat einen alten Namen, den Sie alle kennen. Das gibt's auch als Wirtschaftssystem und das heißt Allmende. Eine Allmende ist ein Beziehungssystem, in dem das aus Teilnehmern besteht. Eine Allmende hat nicht Nutzer, sondern eine Allmende besteht aus ihren Teilhabern. Und diese Teilhaber sind Menschen und Tiere und Pflanzen und Wasser und Himmel und Glühwürmchen und Nachtigallen. Und sie wird geteilt. Sie wird zwischen ihnen geteilt. Und sie wird nach Regeln geteilt. Und die Regeln können echt streng sein. Also Allmende-Regeln in alten Allmenden, indigene Völker, das sind alles Allmenden, also Waldnutzer im Amazonas, das ist nicht regellos, das sind Allmenden, nach denen geregelt wird, wie Tiere entnommen werden, die sind hart, die Regeln sind hart. Also wer das übertritt und wer dann eben auf Kosten des Ganzen seinen Teil vergrößert, der darf das nicht tun, der wird dann auch wirklich bestraft. Genauso wie in einem Ökosystem natürlich ein Lebewesen bestraft wird, also bestraft, rausfliegt, wenn es seinen Anteil vergrößert. Das fliegt dann irgendwann raus. Es wird dann erstmal vielleicht wahnsinnig groß und dann ist es plötzlich nicht mehr da oder wird wahnsinnig klein. Also das, sozusagen die Regeln zu sprengen, führt dazu, dass man irgendwann nicht mehr mitspielt. Und das ist in meinen Augen ein Modell für eine Kultur von Lebendigkeit. Eine Allmende. Die Wirklichkeit als Allmende zu verstehen. In der sich der Einzelne ganz realisieren muss in aller Offenheit, aber das nur durch den anderen tun kann. Und das ist natürlich, und das finde ich so fantastisch, ich finde das immer wieder so fantastisch, wie die Dinge zusammenkommen. Natürlich ist Allmende auch ein Modell für Beziehung. Also wenn Sie sich mal vorstellen, Sie fangen jetzt an, Ihre Beziehung, welche auch immer Ihre Beziehung, als Allmende zu führen. Ja? Sehen Sie mal die Beziehung zu Ihrer Freundin als eine Allmende. Und nicht mehr als eine Fahrt zur Tankstelle oder in den Supermarkt oder so, ne, zu Real, sondern als Allmende. Eine Beziehung ist eine Allmende. Finde ich einen Gedanken, der mir wirklich hilft. Und dann ist ja vielleicht das, was wir wissen, was lebendig sein kennzeichnet, nämlich das intensive Gefühl von zärtlichem Hingezogensein, das ist ja vielleicht, oder vom zärtlichen Aufgefangensein oder Getragensein, das ist ja vielleicht das Kennzeichen dafür, dass gerade Allmende stattfindet. Das ist ja vielleicht unser Erkennungssignal dafür, dass wir uns in einer Allmende-Beziehung befinden. Ja. Und dann könnte man doch sagen, und das ist mir viel lieber, es ist so zu sagen, dass was uns eigentlich wirklich machen würde, und das wäre eben tatsächlich eine Kultur der Wirklichkeit, das wäre
Lieben als eine Praxis von Allmende aufzufassen. Ja? Wenn ich jemanden liebe, dann ist das eben nicht dieses Gefühl, sondern das ist ein Tun. Das ist das Tun, das sagt, sei. Aber sei so, dass ich auch bin. Oder sei und ich will auch sein. Ich versuche auch zu sein. Du, ich lass dich sein und versuche gleichzeitig auch zu sein. Ja. Und das ist dann, sehen Sie, das ist dann sozusagen sofort, also darin verbirgt sich für mich das Potenzial, echt sein zu können. Und es ist gleichzeitig total klar, dass es richtig Arbeit ist. Ja, Allmenden sind extrem anstrengend. Da muss man wieder mit diesem Typen da mit seinen Ziegen reden, der schon wieder irgendwie die in den Bach hat laufen lassen und oder Beziehungsgespräche führen oder was auch immer. Oder sich selber im Zaum halten. Aber sich selber im Zaum halten, sich etwas zu verweigern, nicht weil man beschlossen hat, dass man dieses Gefühl nicht fühlen darf, das zu einer Handlung führen würde, sondern weil man versteht, dass es ein Geben im Rahmen einer Allmende ist. Das würde ich sozusagen das wäre für mich eine Form von kultivierter Kontrolle, der es nicht um Dominanz geht, sondern der es darum geht, in einem Rahmen zu bleiben. Also das im Grunde genommen, jetzt könnte man, habe ich es noch gar nicht formuliert, also wenn man diese Idee von Lieben als eine Praxis des Selbstsein durch den anderen versteht, dann könnte man natürlich auch sagen, das ist das, was unserer Kultur fehlt. Ja, diese Form von Lieben oder Liebe. Ja. Aber diese Form von Liebe darf man eben nicht verwechseln mit dem, was heute als Liebe gehandelt wird, normalerweise. Auch wenn man sich Bücher über Liebe kauft. Also Sie können sich ja drei Arten von Büchern über Liebe kaufen. Sie kaufen sich das soziobiologische Buch über Liebe, dann wird Ihnen alles über die Hormone gesagt und darüber, warum Sie unbedingt gerade mit dieser Frau Gen-Mutanten zeugen wollen. So, das ist die eine Variante. Oder Sie lesen die soziologische Variante und dann wird Ihnen klar gemacht, warum romantische Liebe immer schon ein disziplinierender Diskurs war. Ja? Oder Sie kaufen sich einen populären Philosophen und dann wird Ihnen klar gemacht, dass Lieben heißt, das zu begehren, was man selbst nicht hat. Und das ist das größte Desaster von allem, weil das ist es nämlich genau nicht. Ja? Also das zu begehren, was man selbst nicht hat, ist die Definition des Narzissmus. Und das ist auch die Definition unserer Gesellschaft. Ja? Mir geht es dann besser, wenn ich das kriege, was ich nicht habe. Und deswegen muss ich nämlich wieder kontrollieren. Ja? Dann kann ich auch mich kontrollieren, weil dann kontrolliere ich mich so darauf hin, dass ich das doch 100% kriege. Und ich kontrolliere natürlich dich, weil wenn du jetzt plötzlich anfängst, ein Eigenleben zu führen, dann habe ich dich ja nicht mehr. Also muss ich dich kontrollieren. Ja? Und das ist, das, also ich habe das recherchiert, lese meine Kollegen. Und das ist tatsächlich ein Modell, ne, das sozusagen denkbar ist. Ja, jetzt so ist Liebe. So ist Lieben. Und das erklärt auch dieses Gefühl, so Sehnsucht irgendwie und wie hat das Thomas Mann gesagt? Melancholie und was noch? Und Trauer und Stolz, irgend sowas. Also so ein Ziehen, ne? Also all das, was sich irgendwie toxisch schon anfühlt, schon im Ansatz, ja, was wir irgendwie wissen, was eigentlich lieber vermeiden. Aber das ist das eben nicht. Also das ist sozusagen ein Teil der Gefühle, die irgendwas mit Verbindung zu tun haben, sind da drin. Aber das ist nichts, was uns Aufschluss verschafft darüber, wie wir so in Verbindung mit der Welt sein können, dass die Welt sein kann und dass wir auch selbst sein können. Das kann nur eine Praxis sein. Das kann nicht ein irgendwie Nivellieren von Unterschieden sein, sondern das muss ein Differenzieren sein, in dem beide Seiten auftauchen. Aber für dieses Differenzieren müssen wir eben sterben lernen. Und das ist vielleicht die größte Hürde darin. Also für dieses Differenzieren müssten wir eigentlich als eine kulturelle Praxis müssten wir eine kulturelle Praxis erfinden, die akzeptieren kann. Ja, die lernt, dass Grenze da ist und dass nur durch die Grenze Überschreitung möglich wird, und zwar gute Überschreitung. Also das wäre sozusagen auch etwas, woran man arbeiten müsste, ne? Kulturell. Und das ist natürlich auch etwas, mit dem Sie sich, falls ich Sie jetzt ein bisschen angesteckt habe, damit machen Sie sich natürlich genauso unbeliebt, wie wenn Sie jetzt plötzlich lebendig werden. Also Sie machen sich wahnsinnig viele Freunde und gleichzeitig unglaublich viele Menschen, die wahnsinnige Angst haben. Ne? Und wenn Sie jetzt auch noch beschließen, dass Sie ab jetzt bereit sind, Ihre eigenen Tode zu sterben, dann wird es richtig unheimlich.
Also insofern glaube ich, liegt es liegt viel, viel, viel Experimentierraum vor uns. Aber ich glaube nicht, dass wir es, ich glaube nicht, dass wir es günstiger kriegen. Ich glaube nicht, dass wir ein bisschen die volle Schubleistung des, der Haupttriebwerke irgendwie neu einstellen müssen und dann kommen wir da über diese Bergkette rüber. Das ist nicht so, sondern wir müssen feststellen, dass wir überhaupt nicht in einem Flugzeug sitzen, sondern uns die ganze Zeit im freien Fall befinden. Und dann ist das, was wir erfahren können, wenn wir uns wirklich darauf einlassen, das, was Hilde Domin nannte, das Vertrauen in die Tragfähigkeit der Luft. Und das möchte ich Ihnen alle empfehlen und damit schließen mit einem Dichterwort. Herzlichen Dank.